Osnakamatachi oder Sonriku, willkommen zum neuen Video. Wie ihr sehen könnt, heute wieder unterwegs und dies ist nicht nur irgendein Video, das ist ein ganz besonderes Video und zwar unsere Hochzeitsreise nach Okinawa. Hier sitzen wir bereits im Flieger und hier sieht man einen kleinen Ausschnitt vom Flug. Aber was noch viel geiler ist, schaut euch mal das wunderschöne Meer an. Es ist so wunderschön blaugrün, es ist... Wenn man das sieht, da geht einem doch einfach nur das Herz auf. Man will einfach nur hin und schwimmen. Nach ungefähr 3,5 Stunden Flug sind wir endlich gelandet. Und ja, es ist einfach nur für Leute, die Okinawa nicht kennen, es ist im Prinzip das japanische Hawaii. Es ist einfach nur richtig krass. Ja, aber als wir gelandet sind, mussten wir uns erstmal ein bisschen zurechtfinden. Wir kannten gar nichts, wir wussten gar nichts. Wir haben erstmal so ein bisschen einfach nur ein bisschen Orientierung gesucht. Dieser wunderschöne Platz hier ist direkt vorm Flughafen und es ist ein sehr beliebter Fotospot. Da haben wir uns auch ein bisschen amüsiert, einige Fotos geschossen und ihr seht es ja selbst. Wir haben uns bei Rent-A-Car ein Auto geliehen und das ist einfach nur notwendig bei der Insel, weil es gibt sonst keine wirklichen Transportationsmöglichkeiten. War aber mega geil, auf dieser Insel selber zu fahren. Ihr seht ja, wie wir durch die Prärie gerast sind. Und der erste Zwischenstopp ist direkt jetzt Kabida Bay. Seht selbst, wie geisteskrank wunderschön dieses Meer, dieser Ort, einfach alles hier ist. Ich kann es jedem nur empfehlen. Das Wetter war einfach nur sensationell gut. Das war Juli 2022, als wir da waren. Und der Ausblick von hier oben, ich habe sowas noch nie gesehen. Das war echt einfach nur herrlich. So richtiges Karibik-Feeling in Japan. Und ja, es war einfach nur eine unvergessliche Reise für uns beide. Wir haben hier einige Zeit verbracht, um Fotos zu machen, um Videos zu machen und einfach uns es gut gehen lassen hier am traumhaft schönen Meer. Echt noch nichts gegessen, deswegen haben wir uns erstmal einen schönen leckeren Döner gegönnt. Und nach einer kurzen Autofahrt sind wir dann endlich am geilen Hotel angekommen. Ich schwör's euch, das Hotel, das war sowas von traumhaft schön. Es war einfach nur perfekt. Und als wir angekommen sind, war eine richtig geile Überraschung für uns im Zimmer. Und weil die Überraschung im Zimmer einfach nur wunderschön war, mussten wir einfach nur ein paar Erinnerungsbilder schießen. Und das ist jetzt der geisteskrank geile Ausblick von unserem Hotelzimmer. Einfach nur wow. Das ist jetzt einer der beiden Pools vom Hotel und es war so richtig schön. Wir sind ja jeden Tag mehrmals schwimmen gegangen. Zusätzlich gab es noch so einen Innenpool und das war mega angenehm, das Wasser, richtig schön warm. Da hat man sich schön entspannen können und hier haben wir noch ein paar geile Jean-Claude Van Damme Bilder im Wasser gemacht. Nach dem Schwimmen haben wir ein bisschen was am Hotel getrunken und dann abends, ich sag's euch, sind wir so richtig lecker essen gegangen. Schaut euch mal das Fleisch an, es sieht einfach nur
geistesgestört lecker aus. Und das war es auch. Es war sowas von lecker, eines der geilsten Sachen, die ich hier in meinem Leben gegessen habe. Das war auch Yakiniku, also so gesehen gebratenes Fleisch, wo man am Tisch grillen konnte. Und es war zwar ein bisschen teuer, aber es war mega, mega hochwertiges Fleisch und hat mega, mega lecker geschmeckt. Am zweiten Tag haben wir richtig geiles Frühstück im Pool bekommen. Es war so richtig geil, es war super lecker. Es war zwar ein bisschen schwierig zum Essen, aber einfach mit dem Ausblick, es war echt wie ein Paradies. Und das Allergeilste war, ihr seht es ja selbst, es war fast kein anderer da. Und das hat halt einfach das Frühstück den ganzen Morgen einfach nur perfekt gemacht. Nach dem Frühstück sind wir natürlich wieder zum Pool gegangen, haben Spaß gehabt, haben rumgespielt, sind geschwommen. Ich sag's euch, es war einfach nur mega, mega geil. Jeder Tag war einfach nur perfekt. Die Hochzeitsreise war so ein Traum einfach nur. Hier im Pool, ich schwöre, ich habe versucht, den Jean-Claude Van Damme zu machen. Hat zwar nicht ganz funktioniert, aber dennoch hat mega Spaß gemacht und ja, es sind schon zum Teil richtig geile Bilder entstanden. Okinawa no umi da yo, mecha kirei. Demo ima wa abunai boken ni ikimasu yo. So, und was darf auf der Hochzeitsreise nicht fehlen? Ganz klar, Fitness. In Ishigaki, so hieß die Insel, gibt es genau ein Anytime und da sind wir natürlich hingegangen. Es war mega geil, die hatten richtig neue Geräte und es hat mega, mega Spaß gemacht, das Training. Ja, wie man sehen kann, Super Saiyajin auch in der Hochzeitsreise. Zeitpunkt war es halt noch Pflicht, in dem Fitnesscenter eine Maske aufzuziehen. Das war ein bisschen schwierig, aber dennoch geil, dass wir gehen konnten. Ja, nach dem Fitness, was darf nicht fehlen? Geile Proteins. Wir haben uns im Supermarkt geiles Essen gekauft. Schaut euch mal den super leckeren Fisch an. Ich muss echt sagen, dieser Fisch ist relativ günstig und war super, super lecker. Hat mich mega überrascht. Und währenddessen haben wir uns halt einfach die wunderschöne Aussicht vom Hotelzimmer angeschaut. Es war einfach nur, ja, ihr seht es ja selber, es war einfach nur wunderschön. Es war ein Gefühl von Freiheit, einfach Leben genießen. Sind wir dann zum Nightpool gegangen und das war auch nochmal ein richtig anderes Feeling, einfach nur mega entspannt. Hier nochmal ein paar Bilder davon und ja, seht einfach selber, wie wunderschön der Ausblick und das Feeling dort war. Ich weiß zwar echt nicht warum, aber wir hatten echt Glück, dass da nicht so viele Leute da waren. Und hier noch ein mega geiler Fund, einfach nur auf dem Boden von Ishigaki, so ein Pokémon-Bild, richtig, richtig geil. Hier sind wir jetzt am Meer unterwegs und hier haben wir eine richtig, richtig, richtig geile Erfahrung machen können. Ihr seht es ja selber, wir wollen einfach schnorcheln. Es war richtig geil so im Meer. Es war echt anstrengend. Wir haben es zum ersten Mal gemacht und es ist echt gewöhnungsbedürftig am Anfang. Aber wenn man den Dreh einmal raus hat, macht es mega Spaß. Vor allem so unter Wasser einfach so klar zu sehen und ja, dennoch atmen zu können. Wenn
Schnorcheln sind wir weitergegangen, und zwar zur nächsten Insel, die nennt sich Haimurubushi. Und ich sag's euch, die Insel war mega krass. Auf dieser Insel gibt es einfach nur 600 Einwohner. Sie ist mega klein und das war einfach eine mega, mega geile Erfahrung. Das ist gerade unser Hotelzimmer. Wenn man rausschaut, sieht es ein bisschen aus wie König der Löwen für mich. Und ja, wenn du vom Hotel weggehst, kriegst du immer so ein Car, wo du einfach damit ja fahren kannst zu anderen Orten, zum Kaffee oder so. Aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, auf der Insel gab es fast gar nichts, außer halt einfach geile Gegenden, mega Meer und ja. Jetzt kommen ein paar wunderschöne Bilder von uns, die wir im Urlaub gemacht haben. Da haben wir zum Beispiel Alkohol am Pool getrunken und waren jetzt hier. Das war das Hotelzimmer auf Haimurubushi. Und hier waren wir wieder schnorcheln und so weiter. Einfach die Bilder angucken. Also wenn ich die Bilder anschaue, ich kriege da einfach ein mega, mega Flashback und will auf jeden Fall ganz, 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 ganz schnell wieder nach Okinawa. Hier habe ich nochmal versucht, den Jean-Claude Van Damme zu machen, aber ihr seht es ja, war leider ein Fail. Hat aber trotzdem mega Spaß gemacht. Und war es einfach nur wunderschön. Wir haben einfach die ganze Zeit nur genossen und uns gut erholt, uns ausgeruht und Kraft getankt. Jetzt auch noch mal ein paar schöne Bilder von Haimurubushi und vom Meer, wo wir mit dem Mario Kart gefahren sind. Und da war noch mal so schöne Schaukeln am Strand. Und ja, es war wie gesagt einfach nur so ein kleines Paradies für uns. So eine Insel, wo nur 600 Einwohner sind, ist einfach nur was ganz, ganz Besonderes. So ein Gefühl hat man noch nie gehabt. Also irgendwie fühlst du dich so richtig abseits der Welt, aber einfach nur richtig frei. Richtig frei und einfach nur, ja, die Zeit genießen. Hier gab es noch ein geiles Kaffee, wo man richtig geiles Trinken bekommen. Schaut euch mal diese Ananas an. Die war richtig, richtig lecker. So eine frische Ananas hatte ich noch nie in meinem Leben gegessen. Abends waren wir dann beim Hotel an der Bar und da haben wir noch Cocktails getrunken. Die waren auch super, super lecker. Ja, und am nächsten Morgen haben wir natürlich schön beim Hotel gefrühstückt. Ich liebe Hotelfrühstück und das war auch einfach nur mega, mega lecker. So, jetzt sind wir wieder am Strand von Haimurubushi. Und hier war es auch relativ geil, vor allem auch fast keine Leute in der Nähe. Hier ist jetzt der Pool vom Hotel auf dieser kleinen Insel. Der war auch relativ cool, vor allem mit dem geilen Ausblick im Hintergrund. Einfach nur herrlich. War mir ein Tag und dann sind wir wieder zurück zu Ishigaki und da haben wir was richtig Geiles gegessen und dieser Drink da, der war richtig, richtig lecker. Ich schwör's, der war so süß und ich habe ihn mega, mega gefeiert. Nach dem Essen sind wir dann nochmal ein bisschen rumgefahren, haben nochmal ein schönes Meer gefunden, einen schönen Strand gefunden. Da haben wir nochmal ein bisschen Spaß gehabt, sind rumgelaufen, haben schöne Bilder und Videos gemacht und auch hier durch den Wind am Meer. Es war einfach nur herrlich. Das Wetter, das Feeling, es war einfach nur perfekt alles. Wir hatten echt riesen Glück mit dem Wetter. Es war so heiß, aber es hat sich so geil angefühlt. Einfach durch den Wind, durch das Meer und ja, Freiheit pur. Das wäre es jetzt mit dem Video zu unserer Hochzeitsreise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Euer Tatsuya Nakamaninade und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.